Hallo und willkommen zurück zu Let's Schnetzel, Leute, in Assassin's Creed Brotherhood. Das muss ich jetzt echt noch so in den Titel schreiben am besten. Nein, Brotherhood. So, Assassin's Creed. Ein weiteres Romulus-Versteck. Das letzte Mal haben wir Leonardo getroffen, dadurch die zweite versteckte Klinge erhalten, haben unsere Assassinen-Rekruten gekriegt und so, und jetzt sind wir toll. Ja, so oder so ähnlich, nicht wahr? Welches Versteck ist denn das gerade? Ich weiß meistens so, welche es gibt, aber ich kann mich nie erinnern, welche wo sind. Ah, doch, an dieses Versteck erinnere ich mich, glaube ich, ist es mittelmäßig. Es ist nicht gerade mein Lieblingsversteck, aber ich hasse es jetzt auch nicht wirklich, ne? Es ist okay. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, nicht mehr als 3 Quadrate. Das ist natürlich... Es gibt so Beschränkungen, die ein bisschen scheiße sind, aber naja. Na gut, ich werde damit leben können, ne? Komische Spinnenweben, die in der Luft hängen. Ja. Schlampige Entwickler. Ha? Hopp. So. Ich muss mal gucken. Also 3 Quadrate der Gesundheit, das dürfte ich eigentlich schaffen, diese nicht zu verlieren. Hopp. So, wenn wir dort rübergehen zu diesem Typen, dann werden wir entdeckt, sage ich jetzt mal. Wenn ich ihn umbringe, werden wir aber auch entdeckt. Also es ist scheißegal. Ich bringe ihn um. Tötet ihn! Romulus verlangt seinen Tod! Der Assassine muss leiden wie Remus! Ja. Und ihr werdet alle sterben. Hey! Hör sofort auf damit! Das macht ja Schaden! Naja, unwesentlich. Tod. Ich mache mir nicht mal die Mühe, sie auszunehmen. Dein Tod ist beschlossen, Assassin. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Eine Verfolgungsmission, das kennen wir doch. Noch aus Assassin's Creed 2. Ja, wir haben uns gerade am Rand gesehen, die Mission, auf der unsere beiden Rekruten waren, ist vorbei. Dadurch haben natürlich beide Erfahrung erhalten und sind jeweils ein Level aufgestiegen. Ja, ob das jetzt irgendwas bringt? Natürlich bringt das was, aber so weit sind wir noch nicht. Ein bisschen schneller als er, habe ich das Gefühl. Ziel aufspüren. Welcher ist das? Wozu hast du denn Adlerauge, Ezio? Du weißt es doch. Also du wirst es zumindest herausfinden. Wir folgen einfach der Spur. Ah, da. Scheiße. Ach genau, ja, an den Abschnitt der Mission erinnere ich mich. Der war ein bisschen nervig. Hopp, hopp. Ein Pferd. Ich bin nicht sonderlich gut hier in diesem Spiel im Reiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wollte ich nicht. Genau so was. Hier übrigens, ähnlich wie in Assassin's Creed 2. Ich kann überhaupt nicht steuern hier. Es ist möglich, ihn zu erwischen und zu töten, wenn er zu dem sich ein bisschen beeilen würde. Aber ob man es jetzt schafft oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Weil man erspart sich dadurch höchstens ein paar Gegner. Ezio, wieso galoppierst du nicht? So. Und tot. Danke.
So. Junos Tempel, cool. Den möchte ich aber jetzt ausnehmen. Ich weiß nicht warum, ich konnte keinen Attentat machen, ich konnte ihn nur herunterstoßen. Aber gut. Ja, er wäre jetzt sonst hier durchgebrochen, wir hinterher und dann hätten wir da drinnen kämpfen müssen, mitsamt diesen Anhängern Romulus. Die konnte ich mir jetzt sparen, weil ich ihn vorher erwischt habe. Ich könnte natürlich trotzdem runter und sie umbringen, aber das habe ich jetzt keine Lust zu. Einfach nur runter. Ich muss jetzt auch nicht alles umbringen, nur weil es da ist, ne? Oh, das... Ich wollte gerade sagen, das könnte wehtun, aber Glück gehabt. Oh, Kiste. Ja gut, da ist eh nur Geld drin. 500 Florin, glaube ich. Ja, fast. Warum ich jetzt sagen konnte, es sind ungefähr 500, oder warum ich 500 gesagt habe, weil das irgendwie immer so ist. In jedem Romulus-Versteck findet man, glaube ich, zwei Kisten, wo 500 oder eben knapp 500 Florin drin sind. Biene? Falsches Spiel. Wieder mal. Das ist nicht das erste Mal. Wow, komischer Sound. Vor einer Tür. Ich setze mich ans Feuer und grill mir ein Stück Fleisch. Oder ich lasse es sein und nehme die Truhe mit. Weihrauch. Von Weihrauch kriegt man Kopfschmerzen. Finde ich übrigens tatsächlich. Buddhistische Gebetsperlen. Ich habe tatsächlich mal jemanden gefragt, der es wissen musste, weil er Buddhist ist, wozu die Dinger da sind. Ich habe es schon wieder vergessen. Egal, die brauchen wir noch. Und schon das dritte Siebel. Also Schrift 103. Mal sehen, will sich das irgendwer durchlesen. Die erste Versammlung ist beendet. Unser Problem liegt auf der Hand. Doch unsere Antwort ist noch unklar. Caesar entfernt sich vom Senat. Und vertraut lieber ausländischen Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Kleopatra? Fragezeichen? Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unsere Sorgen. Er hat seinen eigenen privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern, Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind auf Blut aus, aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich in die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern, flackernde Lichter durch kleine Spalten im Fels. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss eine Lösung finden. Welche Tür, welches Rätsel? Ah, woher fällt mir das ein? Naja, 3 von 6. Viel ist es nicht mehr. Die Hälfte haben wir schon, ne? Ich glaube, ein Romulus verstecken könnten wir sogar noch machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Selbst wenn, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte mich lieber nächsten Hauptquest wenden, weil die ist geil. Da freue ich mich schon richtig drauf. Achso, ja. Yeah, Epileppi! Kanalarbeiter Ezio meldet sich zum Dienst. Der Gullideckel steckt gerade im Fuß von diesem Typen da drin. Das sieht nicht gesund aus und jetzt steckt Ezio auch in diesem Typen drin. Komische Grafik-Glitches sind unnütz. Egal. Aussichtsturm brauche ich nicht. Ich möchte diese Mission dahinten. Zu der ich natürlich erstmal hinlaufen muss. Rempel. 5000 im Tresor. Wow, so viel kriege ich auf einmal? Das ist gut. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Bank, wo ich das Zeug abholen kann. Ist das da hinten? Tja. Wo muss ich hin? Ne? Ja, gut, wo ich hin muss, ist so eine Sache, weil dafür habe ich auf der Karte eine Markierung. Und da oben gibt es einen Aussichtsturm. Den habe ich mir jetzt aber auch keine Lust zu holen. Den habe ich jetzt aber auch keine Lust mir zu holen. So rum. Grammatik, verdammt. Sollte ich doch können. Oder zumindest kennen. Was ist hier rufen? Ja. Ach, wisst ihr was? Einfach so, weil ich es kann. Na, kommt schon. Ah ne, nur zwei, ich dachte gerade schon.
Naja. Ihr seid echt nicht gerade gut, was das Kämpfen angeht. Aber das ändern wir schon noch. Naja. Unnötig Muni verbraten wir so. Ich kann genug davon nachkaufen. Ich habe nicht genug davon, aber ich kann sie nachkaufen. So. Mal sehen. Eine Brieftaube. Mission war erfolgreich. Schön. Damit haben sie jeweils einen Fähigkeitspunkt erhalten, weil sie halt ein Level aufgestiegen sind. Jetzt kann ich ihre Rüstung oder ihre Waffen verbessern. Und ich gebe ihnen mal einen Dolch. Auch du kriegst einen Dolch. Das nächste wäre schon das syrische Schwert. Hier erstmal Schulterteile, ne? Gut, hier. Ich könnte sogar noch vier schon bisher... Mein Stuhl macht komische Geräusche. Ich könnte bisher noch vier Stück rekrutieren. Hier, vier Assassinen. Und damit hätte ich sogar schon drei Signale voll. Was eigentlich so voll nützlich ist, weil drei Signale bedeutet, dass man nicht nur die Rekruten einzeln rufen kann, sondern tatsächlich auch noch einen Pfeilhagel absetzen kann. Das ist natürlich toll. So. Hä? Ach so. Nee, das will ich jetzt nicht. Ja, Missionen waren die Auftragsattentate. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Tja. Aber da ich auf der Leonardo-Mission, ich glaube, ich kann gar keine Rekruten benutzen. Falls doch, habe ich es vergessen. Aber habe ich jetzt auch nicht vor, Händler verteidigen. Mal gucken. Level Up bedeutet natürlich höhere Erfolgschancen. Wenn ich jetzt beide schicke, habe ich 83%. Vorher wäre es weniger gewesen. Und ich bin jetzt mal mutig. 83 sollte eigentlich hinhauen. Ja, komm. 83% auf Erfolg sollte reichen. So, auf zur Mission. Eigentlich möchte ich... achso, genau. Das wollte ich vielleicht nochmal noch zeigen. Jetzt haben wir natürlich auch eine Assassinen-Gilde. Nee, mal gucken. Gilden. Assassinen-Gilde. Hier. Im Kampf rufen, Pfeilhagel, habe ich ja schon gesagt, ne? Mal Assassinen-Rekruten einsetzen, um ein Ziel zu eliminieren, ja. In der Haupterinnerung, das ist eigentlich kein Problem, zwar mussten wir sogar schon machen, ne? Und 5 Rekruten zum Rang Assassinen ausbilden, das ist, glaube ich, Rang 10. Möchte ich natürlich auch machen, weil dafür kriegen wir ein Schwert, glaube ich. Ich glaube, dafür kriegen wir Altairs Schwert. Da hinten ist ein weißes Leonardo L. Jetzt muss ich gut überlegen. Das weiße war, glaube ich, dort, wo ich was von ihm kaufen konnte. Ich hätte gerne den Kletterhandschuh. Aber nein, wir kümmern uns um die Mission. Die Leonardo-Mission, die das Ausrufezeichen momentan ist. Oh. Du wirst übrigens sterben, Bürger, weil ich dir nicht helfe. Ja, wenn man den Bürgern lang genug zuguckt oder so, werden die tatsächlich sterben. Die schaffen das nicht. Die Söldner in einen Kampf schicken. Ich weiß jetzt gar nicht, wo kriege ich denn hier Söldner? Ja, wobei hier müssen jetzt irgendwo welche rumstehen. Ah, natürlich. Kommt mit. Söldner mitgenommen. Da hinten ist unser Ziel. Komm schon. Und jetzt kümmert euch mal darum. Ja, die Söldner in einen Kampf geschickt, habe ich auf jeden Fall. Sie mussten diesen Kampf ja nicht alleine machen. Ich weiß gar nicht, ob sie es schaffen. Weil das hier sind. Also diese Truppen hier sind. Anders ist die auch so. Also ich. Ich überlege jetzt gerade genau, wie sie hießen. Das sind, glaube ich, die Schweizer Gardisten. Ob sie jetzt hier auch so genannt wurden, weiß ich gerade gar nicht. So. Die haben sich mit den Falschen angelegt. So. Wir haben jetzt eine Karte erhalten. So laut dem Ding, laut der Schrift gerade da unten. Mit dieser Karte können wir die eigentliche Mission anfangen. Also die eigentliche, Mission mit der Kriegsmaschine. Das mache ich auch direkt mal. Die werde ich zwar heute definitiv nicht mehr schaffen. Aber trotzdem, ich kann ja mal anfangen.
Weil 5 Minuten, das wird länger dauern. Ich sag mal 10 bis 15 Minimum. Ist ja auch die Frage, wie ich mich anstelle, ne? Maschinengewehr. Colli Albani. Also so, das heißt, glaube ich, die Stadt hier oder dieses Dorf oder wie auch immer. Wir sind in Napoli. Ich weiß nicht, irgendwo außerhalb von Rom jedenfalls. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Sie darf nicht in den Händen der Borgia verbleiben. Vor der Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Scheiß Voraussetzung. Wirklich. Wir müssen die in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Ja. Jede dieser Missionen besteht aus zwei Teilen. Also jede der Leonardo-Missionen. Teil 1. Die Baupläne finden und zerstören. Teil 2. Die Maschine finden und zerstören. Ich glaube, ich habe es schon falsch gemacht. Ja. Ich muss irgendwo hier lang, glaube ich. Stehen bleiben! Ich will ja niemanden töten. Ey! Oh Gott, das kann ich doch jetzt schon vergessen. Das ist ja mal dämlich hier. Scheiße, der kommt rüber. Entdeckt werden darf ich übrigens auch nicht, habe ich vergessen zu sagen, ne? Ah, ne, so wird das jetzt. Oh. Ich bin jetzt echt mal der Hoffnung, dass die mich nicht verfolgen können. Weil das der gelbe Punkt auf der Karte markiert ja wieder mal, wo wir hin müssen. Das ist ja ein scheiße zu erreichender Ort. Über so einen Weg bin ich übrigens noch nie hier reingegangen. Ich bin immer irgendwie anders reingekommen. Auch wenn ich mich jetzt nicht erinnern kann, wie ich das immer gemacht habe. Verdammt. Ab in den Heuhaufen. Okay. Ja, da läuft eine Wache. Ich mag keine Patrouillen. Hey! Verschwinde! Grobian. So wurde diese Wachenklasse genannt. Grobiane. Hier durch. Da hoch. Da hinten ist der Plan. Da müssen wir hin. Und wenn der Plan zerstört ist, dürfen wir auch endlich Leute töten. Mach schon, mach schon, mach schon! Ach, danke. Ich bin noch unschlüssig, ob ich versuchen soll, ihn zu töten oder es lassen soll. Vielleicht kann ich. Ja, kann ich. Sehr gut. Ich brauche niemanden töten. Noch nicht so. Jetzt müssen wir die Maschine noch demontieren. Sonst müssen diese Leute da unten sterben. Wie steht es mit meiner Munition? Sehr beschissen. Also, du... Was? Hä? Etwa das denn? Ah, oh, Entschuldigung, ich verstehe schon. Ah, mein Fehler. Okay. Nochmal. Das war dumm. Ich durfte ja immer noch nicht entdeckt werden, natürlich. Wobei es eigentlich völlig egal gewesen wäre, glaube ich, an der Stelle. Also eigentlich jetzt egal sein müssen, wenn ich entdeckt werde. So. Ich klette mal runter, um ein bisschen vorsichtiger zu sein. So, die Wachen habe ich bisher immer umgebracht. Jetzt stehen sie da noch. Interagieren. Das sind Sprengstofffässer, so im Übrigen, ne? Entdeckt werden ist wieder erlaubt. Ja, kein Wunder. Weil das merkt man jetzt. Und dummerweise hatten sie zwei Maschinen. Zwei Maschinengewehre. Der zweite Teil. Die Zerstörung des Maschinengewehrs. Ja. Maschinengewehr, ihr seht jetzt das Ding, hat jetzt nicht so die Feuerrate eines modernen MGs. Aber ihr dürft mir nicht vergessen, zur damaligen Zeit musste man nach jedem Schuss wieder Pulver einfüllen, also wieder Schießpulver in den Lauf kippen.
eine Kugel einfüllen, nochmal ein bisschen Schießpulver einkippen, das Ganze mal nachstopfen. Das hier, dass man nicht mehr nach jedem Schuss nachladen muss, war damals echt. Also wäre, ich glaube nicht, dass Leonardo wirklich solche Erfindungen hatte, aber sowas wäre zur damaligen Zeit ja eine mächtige Erfindung gewesen. Und gerade wenn es um hier Kriegsführung geht, natürlich übelst stark. Ach ja, was ich noch nicht gesagt hatte. Bei jeder Erfindung von Leonardo gibt es eine kleine Sache. Die dürfen jeder einmal benutzen. Jetzt haben wir nämlich das Maschinengewehr auf unserer Seite. Taktische Kamera. Was bringt denn das? Ich glaube, weiterer Abstand. Kamera. Nur die normale Kamera wieder, damit wir uns haben. Der Part ist eigentlich vorbei und ich muss leider sagen, ich weiß nicht, wie lange diese Mission noch geht. Hey, hört auf zu schießen. Hey, oh, 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 erstmal heilen. Der ist tot. Ist auch tot. Die Mission eigentlich gerne noch beenden. Ach, wisst ihr was? Ich überziehe jetzt einfach. Ich glaube, wir sind spätestens 5 Minuten, sag ich mal, ist diese Mission vorbei. Und ich darf schießen! Achso, genau. Snipern! Also das ist übrigens die maximale Schussgeschwindigkeit, ne? Irgendwie scheine ich mehr nur die Pferde zu erschießen als die Reiter. So, tötet ihn doch! Ja, schon. Es ist nicht so einfach hier zu zielen, finde ich, aber eins muss man sagen, die Entwickler waren sehr tierfreundlich, weil du kannst auf die Pferde hier schießen, die stehen wieder auf die Leber. Die einzigen, die sterben, sind Menschen. Ja. Okay. Und hinter uns stürzt die Brücke ein, wir werden noch fast mit runtergerissen. Ey, Ezio, du lebst gefährlich. Ach ja, was ich vorhin übrigens noch meinte mit den Waffen, ne? Was ja zu damaligen Zeit übrigens auch üblich war, ist, dass man sowieso nicht getroffen hat. Ah, bleibt auf der Straße! Heutzutage so Snipergewehre hätten wir zu damaligen Zeit gar nicht machen können, weil die Waffen so unpräzise waren. Man musste echt schon sehr nah ran. Woher ich sowas weiß, weiß ich auch nicht. Weiß ich, Waffenkunde der damaligen Zeit? Ist doch interessant. Und hier hat man sowieso nichts anderes zum Reden. Das Maschinengewehr. Oh. Ah, ich glaube, ich sehe gerade auch, wie es funktioniert. So ein bisschen, also wie das hier gedacht ist, von der Zeit, von der Darstellung, wie es funktionieren soll. Das Ding scheint mehrere Läufe zu haben, also hier laufen, Querlauf und so. Sieht gerade so aus, als hätte es davon mehrere. Oh, Sprengfesseln, Sprengladungen! Boom, mach Boom! So aus, als hätte es mehrere davon. Also in der Theorie wäre es wahrscheinlich so, dass dieses Maschinengewehr so funktioniert, dass ich nicht zielen kann. Das wurde mit einem Lauf wird geschossen, der andere wird in der Zeit nachgeladen. So, die sind jetzt auf dem Rad montiert. Wie das funktioniert, also wie da genau gemacht wird, dass immer Schießpulver und Kugeln eingeladen werden, keine Ahnung, das muss man eigentlich mit der Hand machen. Aber Leonardo war ein großer Erfinder, also könnte schon so ungefähr sein, dass er irgendwas dafür gefunden hat. Ich muss mich die ganze Zeit heilen. Geht doch. Sterbt. Alle. Geht heim. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Ja, geschafft. Okay. Das war's. Die Mission ist vorbei. Diese Szene war, glaube ich, damals auch in einem Trailer für Assassin's Creed Brotherhood drin. So. Überlegene Feuerkraft. Mit 100%. Sehr schön. Ja. Animus verlassen. Ja, sollte ich vielleicht mal machen, damit man ein paar Sachen außerhalb noch gucken kann oder so. Aber jetzt nicht, jetzt nicht. Ja, wir können auch schon den nächsten, die nächste Kriegsmaschine, glaube ich, machen. Das müssten, jetzt müssen wir gucken. Ja, hier, die schwarzen Elves. Da
und da und da oben. Genau, 4 Stück waren's an 4 Ecken. Das sind die Kriegsmaschinen, aber die, ja, mache ich ja später. Was ich vielleicht jetzt mal mache, sind ein paar Bordschirme oder so. Also, was heißt jetzt? Im nächsten Part oder so. Mal gucken. Ist wahrscheinlich sowieso erst wieder in der Woche, bis ich aufnehme. Also mal gucken, ob ich mich bis dahin überhaupt noch dran erinnere. Was soll's? Bis dahin. Ciao.